2 Wochen ohne einen einzigen Tropfen Regen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber wir könnten jetzt richtig stürmisches Regenwetter gebrauchen. Zumindest der Saat würde es gut tun. Das hier muss so oder so noch ausgesät werden. Und ich werde den Sprenger anstellen. Hallo Jan, hallo kleiner roter Traktor. Wir versuchen irgendwo Wasser zu finden. Mit dem Ding da? Ja, das ist eine Wünschelrute. Die benutzt man, um damit Wasser zu finden. Na, ich hoffe, ihr habt Glück. Wir könnten dringend welches gebrauchen. Mama sagt, hier ist irgendwo früher einmal eine Quelle gewesen. Und die wollen wir finden. Ich habe auch davon gehört, aber ich dachte, sie wäre mehr in der Nähe des Gutshofs. Wie auch immer, ich muss aufs Feld zum Säen. Sagt mir Bescheid, wenn ihr was gefunden habt. Machen wir. Bis nachher. Wiedersehen, Jan. Meine Felder sind so hart wie Beton, Walter. Ich hoffe, dass es bald regnen wird. Da werden Sie nicht viel Glück haben. Meine Zehen kribbeln nämlich immer, wenn es Regen gibt. Und Sie haben schon lange nicht mehr gekribbelt. Ach, wirklich? Nun, haben Sie irgendwas Erfrischendes für mich zu trinken? Aber sicher habe ich das. Kribbelnde Zehen. Was kommt wohl als nächstes? Ja, danke, Walter. Es ist zwar teuer, aber sehr beliebt. Sagten Sie teuer? Aber das ist doch nur Wasser. Nicht irgendein Wasser. Es ist frisches Quellwasser. Die Leute können nicht genug davon kriegen. So, ich muss los. Ich habe eine ganze Menge zu arbeiten, damit ich mir auch in Zukunft noch so etwas leisten kann. Du warst fleißig, kleiner roter Traktor. Wir sind fertig. Also, dieser Boden ist wirklich sehr hart. Ich hoffe, deine Federung ist in Ordnung. Emma, ich glaube, ich habe was gefunden. Schlägt sie denn aus? Ja, sie zuckt. Sieh mal. Das heißt, dass hier irgendwo Wasser sein muss. Ich wette, das ist die Plätscherbachquelle. Ja, komm mit. Das muss sie sein. Genau hier unter uns. Oh oh. Ich hoffe, ihr habt einen guten Grund, auf meinem wundervollen Rasen rumzutrampeln. Wir suchen hier nach Wasser. Wir haben dafür eine Wünschelrute und, Warum macht ihr es nicht einfach wie ich und dreht den Wasserhahn auf? Nein, wir suchen doch die Plätscherbachquelle. Eine Quelle mit frischem Wasser. Mama hat uns von ihr erzählt und jetzt versuchen wir sie zu finden. Wo? Hier. Hier? Unsinn. Unsere Wünschelrute zeigt an, dass sie genau hier ist. Mich interessiert nicht, Eine Quelle, sagtet ihr? Ja. Mit frischem Wasser? Ja. Da könnte eine Menge Geld drin stecken, wenn ich eigenes Quellwasser hätte. Ich könnte es abfüllen und der Tankstelle verkaufen. Verschwindet jetzt. Aber... Kein Aber, bitte. Husch. Aber was ist mit der Quelle? Habe ich da nicht schon wieder ein Aber gehört? Ja, aber... Verschwindet hier, spielt irgendwo anders. Spielverderber. Das hab ich genau gehört. Seltsam. Wieso funktioniert der Sprenger nicht? Na, kein Wunder. Du stehst ja auch mit einem Rad auf dem Schlauch. So, jetzt wird's gehen. Genau, großer Blauer, das ist die Stelle. Also fangen wir an zu graben. Oh, mein schöner Rasen. Aber mit dem Geld, das ich mit dem abgefüllten frischen Quellwasser verdiene, kann ich mir 100 schöne Rasenflächen kaufen. Also nur zu, großer Blauer. Hey, ihr. Was ist denn los? Hattet ihr kein Glück mit der Wünschelrute? Wir haben Wasser gefunden. Stimmt doch, Max. Wir haben die Plätscherbachquelle gefunden. Warum macht ihr dann so lange Gesichter? Naja, du hast uns erzählt, dass die Quelle ungefähr beim Gutshof liegen muss. Tja, so hab ich es gehört. Wir haben sie unter Herrn Junkers Rasen gefunden. Der war aber nicht sehr begeistert. Oh, ihr wisst doch, wie er seinen Rasen liebt. Ihr habt doch dort nicht etwa gegraben, oder? Oh, bitte sagt mir, dass ihr das nicht getan habt, Kinder. Das würden wir doch nie tun. Wir hatten ja auch keinen Spaten dabei. Was für ein Glück. Ihr könnt mir ja dafür helfen, das Feld zu wässern. Kann ich den Sprenger anstellen? Nein, das möchte ich machen. Perfekt. Komm schon, großer Blauer. Nochmal mit voller Kraft, dann werden wir sicher was finden. Endlich. Das könnte es sein. Na los, noch einmal richtig fest. Mann. Oh je.
Ich glaube, wir haben aus Versehen die Wasserleitung getroffen, großer Blauer. Oh, jetzt haben wir ein echtes Problem. Wahrscheinlich haben wir es geschafft, dass jetzt die ganze Nachbarschaft kein Wasser mehr hat. Oh. Merkwürdig. Der Sprenger geht nicht mehr. Kommt mit. Wir müssen zum Gösselhof und sehen, woran es liegen könnte. Das kann doch nicht angehen. Was ist denn los? Ich habe die Einfahrt sauber gemacht und plötzlich lief kein Wasser mehr. Siehst du? Halt das Ding nicht auf mich. Das könnte jede Sekunde wieder losgehen. Ich werde mal nachsehen, woran es liegen könnte. Das ist doch zu merkwürdig. Nichts. Es kommt aus keinem Hahn was raus. Ich rufe die Wasserwerke an. Vielleicht haben die eine Störung. Eigenartig. Ich dachte eben, ich hätte einen Regentropfen gespürt. Es regnet doch nicht. Dafür ist es viel zu sonnig. Aber mir ging's eben genauso. Einen Augenblick mal. Ich höre da irgendetwas und das klingt, als würde es vom Gutshof kommen. Komm, kleiner roter Traktor. Los geht's. Was ist denn hier los? Ich habe ein winziges Problem mit der Wasserleitung. Kein Grund zur Aufregung. Ich habe die Handwerker gerufen. Die werden gleich hier sein. Es gibt hier nichts zu sehen. Es ist alles bestens. Das ist die Stelle. Da haben wir die Quelle gefunden. Da ist jetzt ein großes Loch. Wer hat das gegraben? Welches Loch? Dieses Loch. Dieses Loch. Ach ja, das kam so. Ich wollte... Ja, ja, genau. Ich wollte einen Baum pflanzen. Und ja, ich... Unglücklicherweise habe ich die Wasserleitung getroffen. Das ist alles. Was für ein Baum? Was für ein Baum? Kein Baum. Also gut. Ich habe nach der Plätscherbachquelle gegraben. Aber das ist unsere Quelle. Mein Garten... Meine Quelle. Aber wir haben sie zuerst gefunden. Ja, aber ich habe das Loch. Nein, 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 nein. Hört doch auf. Das eigentliche Problem ist, dass jetzt niemand von uns mehr Wasser hat. Und? Wir kriegen kein Wasser mehr. Das wissen wir. Herr Juncker hat die Leitung kaputt gemacht. Sieht aus, als wäre ich an dem Ganzen schuld. Aber die Handwerker werden ja gleich alles reparieren und ich bin sicher, dann läuft alles wieder ganz normal, bevor jemand Grund hat, sich richtig zu ärgern. Oh, Sie haben ja ein Riesenloch in Ihrem Garten. Das ist eine sehr lange Geschichte. Also ich habe gerade frisch ausgesät und müsste das Feld wässern. Wir sollten uns irgendetwas einfallen lassen. Eimer. Eimer? Ja, Eimer. Wenn Sie ein paar Eimer besorgen, kann Jan hier das Wasser da reinfüllen und damit das Feld bewässern. Ah, Eimer, ja. Eimer! Also, worauf warten wir noch? Wow, wir brauchen eine ganze Menge Eimer. Und wir müssen alle mithelfen. Komm, kleiner roter Traktor, es gibt viel zu tun. Hier, der ist für dich. Für dich? Für mich. Ja, ich gebe ihn weiter. Hier, für dich. Pass auf! Das haben wir alle toll hingekriegt. Der Anhänger ist voll beladen mit Eimern. Wir müssen jetzt so vorsichtig fahren wie noch nie zuvor, kleiner roter Traktor. Wir wollen ja nichts verschütten. Hört mal! Das hört sich an wie Donner. Könnte gut sein. Meine Zehen kribbeln ganz schön. Kribbelnde Zehen? Sie meinen es... Fängt an zu regnen? Tja, tut mir leid, aber dann brauchen wir die Eimer natürlich auch nicht mehr. Worauf warten wir eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Es ist hoffentlich nichts Ernstes. Wo ist Herr Juncker? Was ist denn hier los? Ich glaube, mein Pullover ist eingelaufen. Ich hoffe doch, Herrn Juncker ist nichts passiert. Das glaube ich nicht. Was? Danke, kleiner roter Traktor. Also, ich nehme an, ihr wundert euch, warum ich euch hergebeten habe. Tun wir. Richtig. Ja, genau. Tja, es ist am heutigen Tag genau ein Jahr her, dass Herr Juncker nach Plätscherbach gezogen ist. Tatsächlich. Deshalb dachte ich, wir könnten ihn doch alle zusammen mit einer Party überraschen. Ja, nicht wahr, ja, das machen wir. Ein Jahr. Heute ist es ein Jahr her, großer Blauer. Ja, und es hat mir sehr viel Freude gebracht. Ich weiß,
Ich werde eine Party geben. Ich werde all meine lieben Nachbarn einladen. Ja, ja, wirklich eine fabelhafte Idee. Wir haben gerade eine Ladung voll Kuchen und Törtchen geliefert bekommen. Die bringe ich mit. Und ich werde einen meiner berühmten Brombeerkuchen backen. Und wir pflücken die Brombeeren für dich. Machen wir doch, Max. Na klar. Und der kleine rote Traktor und ich helfen euch dabei, wenn ihr wollt. Hey, höchste Zeit, dass unsere Band mal wieder auftritt. Aber wir haben doch seit Jahren nicht mehr gespielt. Ach was, sowas verlernt man doch nicht. Achtung, da kommt Herr Junker. Und denkt alle dran, es soll eine Überraschungsparty werden. Hallo zusammen. Hallo, hallo. Herr Junker. Hallo. 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 Tut mir leid, ich muss gehen. Warte auf mich, Paps. Auf Wiedersehen. Aber ich... Kommt mit, ihr zwei. Bis später dann. Mach's gut, kleiner roter Traktor. Wir wollen auch gerade gehen. Wiedersehen. Bis dann. Oh, sieht aus, als müsste ich später jeden Einzelnen besuchen. Jan, ich hätte heute Abend eine kleine Aufgabe für Sie bei mir zu Hause. Es wäre nett, wenn Sie kommen könnten. Heute Abend? Tut mir leid, Herr Junker, da habe ich schon was vor. Ach, wirklich? Nun gut, was soll's. Dann ein anderes Mal. Wiedersehen. Armer Herr Junker. Vielleicht hätten wir ihm was sagen sollen. Aber so ist das nun mal bei einer Überraschungsparty, Jan. Na sicher, sonst wäre es ja keine Überraschung mehr. Ich glaube, ihr habt recht. Kommt jetzt, gehen wir zusammen Brombeeren pflücken. Ja! Als der Herzog dachten wir, er wäre nur ein Griesgram. Doch dann schenkte er Stupp in Sturzen, was hier gut ankam. Herr Junker! Herr Junker! Was in aller Welt ist denn das für ein Lärm? Nichts. Das ist nur das Radio. Paps hat das Radio an. Klingt ja grauenhaft. Na egal. Ich bin nur hier, um zu fragen, ob Sie und Walter heute Abend Lust hätten, auf eine Party zu mir zu kommen. Heute Abend? Oh, wie schade. Aber wir sind heute Abend schon zu einer Party eingeladen. Oh, na ja. Na dann, holen wir das irgendwann mal nach. Bis bald! Armer Herr Junker. Was machen Sie denn da? Nichts. Wie Sie meinen. Hören Sie, ich möchte heute Abend eine große Feier machen. Würden Sie und Elsie auch dazu kommen? Heute Abend? Ja. Nein. Oh. Tut mir leid. Nun, das ist... Ist schon in Ordnung. Vielleicht ein anderes Mal. Hm. Das war knapp. Was war knapp? Oh, Jan, ich hätte mich beinahe verplappert und Herrn Junker alles von der Party erzählt. Oh, ich kann Geheimnisse schlecht bewahren. Wo bleiben denn meine Brombeeren? Hier haben wir sie, Elsie. Wir haben eine ganze Menge gepflückt. Oh, wunderbar. Mit so einem großen Korb voll kann ich ja mehrere Kuchen backen. Der kleine rote Traktor und ich kommen nachher bei euch vorbei und helfen euch, den Kuchen zu transportieren. Ach, Walter. Also, ich muss sagen, Sie hören sich ja wirklich furchtbare Musik im Radio an. Im Radio? Nein, das ist Nicola. Oh, ja. Nein, Sie haben schon recht. Das ist Nicolas Radio. Klingt ja schrecklich, einfach unerträglich. Hören Sie, ich wollte nur fragen, ob Sie noch irgendwelchen Kuchen hier haben. Nein, ich glaube nicht. Aber ich sehe mal nach. Also ich weiß nicht, irgendwie scheint alles ganz merkwürdig heute. Hier bitte, ist der letzte. Lag ganz hinten im Regal. Nehmen Sie, der geht aufs Haus. Danke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sie müssen nichts dazu sagen. Also, ich muss wieder an die Arbeit. Wir sehen uns auf der Paar. Wir sehen uns. Hier stimmt mit Sicherheit irgendetwas nicht. Da ist was im Gange. Oh, die duften wunderbar, Elsie. Hier, das noch, Jan. Schön vorsichtig sein, das ist ein ganz empfindliches Instrument. Oh ja, das sieht man sofort. So, das hätten wir. Wer braucht schon Nachbarn? Wir feiern eine gigantische Party. Nur noch einen Ballon. Noch zwei. Ja.
alle bereit? Wir ja. Wie sieht's mit dir aus? Hoffentlich bist du stark genug, kleiner roter Traktor. Also dann, los geht's! Wir werden jetzt Herrn Junker holen. Inzwischen könnt ihr hier alles klar machen. Eins, zwei und drei, vier! Yeah, 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 yeah! Geht doch! Ich weiß wirklich nicht, wovor ich Angst hatte. Herr Junker, gut, dass Sie da sind. Ich brauche dringend Ihre Hilfe auf dem Gösselhof. Meine Hilfe? Oh, tja, ich bin gerade dabei. Bitte, hier. Es ist wirklich sehr wichtig. Naja, ist gut. Ich bin ja auf sein Gesicht gespannt. Er wird ganz schön überrascht sein. Oh, da kommen Sie. Was, Jan? Was bedeutet das? Überraschung! Also, heute ist ein ganz besonderer Tag. Es ist genau ein Jahr her, dass Sie hierher zu uns ins Dorf gezogen sind. Das haben Sie nicht vergessen? Wir haben darum beschlossen, eine Party für Sie zu geben, damit Sie wissen, wie gern wir Sie haben. Wir haben sogar extra für Sie einen Song geschrieben. Ein Zuhause, kein Zuhause ist, wenn du ganz alleine bist. Doch echte Freunde zu haben, ist ein Glück, das man nie vergisst. Herr Junker, es ist klar wie nie, zur Familie gehören Sie. Gehören Sie. Ich bin wirklich gerührt. Danke. Danke Ihnen allen. Schön, dass Sie da sind. Wir sind froh, dass Sie da sind, Herr Junker. Wissen Sie, ich bin wirklich dankbar dafür, wie Sie mir immer geholfen haben. Und ganz besonders möchte ich Jan und dem kleinen roten Traktor danken. Hurra! Wir haben das immer gern gemacht. Sie kennen nicht zufällig ein Lied über gute Nachbarschaft oder so, Walter? Nein, aber wir kennen eins über einen sehr hilfsbereiten Traktor. Ihr wisst, was ich meine, Leute. Ja. Los geht's! Kleiner roter Traktor ist überall bekannt. Mit Jan am Lenkrad zieht er übers Land. Er ist kein Riese, aber mutig stets. Kleiner roter Traktor, wuhu! Los geht's! Ja! Morgen, Herr Junker. Bringen Sie das Heu ein? Genau. Es ist wunderbar trocken geworden bei diesem herrlichen Sonnenschein. Sie sollten sich beeilen. Es sieht aus, als würde es jeden Moment regnen. Ach, kein Problem. Das kriegt der große Blaue schon hin. Na dann, viel Glück. Guten Morgen, Nicola. Hallo, Jan. Hallo, ihr zwei. Was kann ich für euch tun? Voll tanken bitte, Walter. Bin schon dabei. Danke. Bis später. Ja, mach's gut. Oh, komm schon, großer Blauer. Was ist denn auf einmal mit dir los? Haben Sie ein Problem, Herr Junker? Oh, also das ist mir wirklich peinlich, Jan. Ich bekomme ihn um nichts auf der Welt mehr zum Laufen. Eben war noch alles bestens. Und jetzt? Und das passiert gerade heute, wenn ich das Heu vor dem Regen reinbringen will. Tja, und das wird sicher bald losgehen. Aber vielleicht können wir ja helfen. Wir holen den Hänger und bringen das Heu ein, während Sie sich um den großen Blauen kümmern. Wirklich? Das würden Sie tun? Oh, danke, Jan. Wir könnten Max und Emma fragen, ob sie uns bei der Heuernte helfen wollen. Hey, vorsichtig! Nicht schlecht, was? Was genau ist nicht schlecht, Stumpi? Na, meine gekonnte Notbremse, die war doch perfekt berechnet.
Oh, wie kommst du zu dem riesigen Heuwagen? Sieht ja sehr originell aus. Dir gehört Herrn Junker. Der große Blaue hat schlapp gemacht. Jetzt bringen wir das Heu für ihn ein. Ich wollte gerade Max und Emma fragen, ob sie uns helfen. Sei bloß vorsichtig, Stumpi. Nur nicht übertreiben. Mach dir nur keine Sorgen um mich, Jan. Ich kenne sämtliche Macken von Flitzer. Wiedersehen! Sieh mal, da kommen Jan und der kleine rote Traktor. Hallo! Habt ihr zwei vielleicht Lust, mir bei der Heuernte zu helfen? Aber immer! Na, dann springt auf! Stumpfi, ich hab wirklich genug zu tun. Da müssen Sie mir nicht noch den Garten umpflügen. Ich hab nichts umgepflügt. Ich hab nur meine berühmte Notbremse vorgeführt. Ich hab gehört, Sie und der große Blaue könnten ein bisschen Hilfe gebrauchen. Und ich wollte Ihnen das anbieten. Tatsächlich? Verstehen Sie denn was von Traktoren? Nein. Heute ist einer von diesen Tagen, also ich weiß nicht. Gut, lasst uns diese Fuhre zum Gutshof bringen. Geben Sie mehr Gas. Ich habe versucht, mehr Gas zu geben. Ah, dann geben Sie weniger Gas. Das ist einfach sinnlos. Na, wie läuft's? Nichts läuft. Wenn ich nur wüsste, was ich tun könnte. Wissen Sie, ich glaube, das sollte sich Nikola mal ansehen. Tja, ich glaube, Sie haben recht. Okay, wir laden ab und dann holen wir Sie. Warum sind Sie nicht selbst darauf gekommen, Herr Junker? Da bin ich schon wieder, Walter. Wir brauchen dringend Nikolas Hilfe. Nikola? Die ist leider nicht da. Sie kommt erst später zurück. Kann ich vielleicht helfen? Der große Blaue fährt nicht mehr. Könntest du ihn dir mal ansehen? Ja, kein Problem. Ich hol nur meinen Werkzeugkasten, dann kann's losgehen. Vielen Dank, Walter. Was ist mit der Werkstatt? Ich häng das Geschlossenschild raus. Wird ja nicht so lange dauern. Nikola ist am Plätscherbach, also bin ich hergekommen. Sie haben wirklich einen sehr hübschen Werkzeugkasten. Danke sehr. Haben Sie den schon jemals benutzt? Tja, hin und wieder, hin und wieder. Da meine Hilfe hier nicht mehr nötig ist, kann ich mich bei der Heuernte nützlich machen. Ja, natürlich. Hören Sie, Walter, es wird doch hoffentlich nicht am Kraftmeyers Doppelschlag Kraftstoffeinspritzer liegen, oder? Was meinen Sie? Oh, ich hoffe nicht. Was auch immer das ist. Das habt ihr gut gemacht. Nur weiter so. Ah, Stumpi will uns auch helfen. Das ist gut. Wir können jede Hand gebrauchen. Und alle Beine auch, wie ich sehe. Und? Das bringt uns alles nicht weiter. Kein Wunder, wenn er die Hälfte vergisst. Walter? Ich glaube, das haben Sie vergessen. Das ist mein Frühstück. Oh nein, da sind Sie schon wieder und der große Blaue läuft immer noch nicht. Das ist so furchtbar peinlich. Ich mache mich lieber aus dem Staub. Alles in Ordnung? Leider nicht. Um ehrlich zu sein, ich bin völlig ratlos. Ich wette, Nikola wüsste, was zu tun ist. Stumpi, wir laden jetzt den Hänger ab und laden dann die letzte Fuhre Heu. Würdest du mal schauen, ob Nikola wieder da ist? Aber klar doch, Jan. Ich bin schon unterwegs. Nikola? Nikola! Hallo, Stumpi. Dem Himmel sei Dank, du bist zurück. Übst du deine neue Sportart oder sowas? Tja, sieht fast ein bisschen so aus. Hm? Hilf mir lieber raus aus dem Ding und dann mach dich schleunigst auf zum Gutshof. Dein Vater braucht dich da dringend.
Wir haben es fast geschafft. Macht weiter. Den Rest kriegen wir auch noch ins Trockene, bevor es anfängt zu regnen. Tja, das war's wohl. Ich weiß nicht, was ich noch versuchen könnte. Da bin ich wieder. Oh, oh. Hey, hallo, Herr Junker. Oh, hallo, Stumpi. Hallo, Paps. Na, wie geht's? Nicht gut, Nicola. Ich weiß einfach nicht, woran es bei ihm liegt. Darf ich mir's mal ansehen? Nur zu. Herr Junker? Herr Junker? Er ist hier unten. Ja. Ich habe mir gerade den Rasen angesehen. Wie es dem Gras geht. Es ist eine ganze Menge Gras hier. Ah, da sind Sie also. Wann haben Sie den großen Blauen zuletzt aufgetankt? Keine Ahnung. Ist lange her, glaube ich. Das habe ich mir doch gedacht. Sieht aus, als wäre kein Tropfen mehr im Tank. Darum ist er nicht angesprungen. Also, das glaube ich doch nicht. Kann man denn wirklich so dumm sein? Also gut, starten Sie ihn. Ja! Danke, Nicola. Entschuldigung, das war ziemlich dämlich von mir. Das gilt aber auch für mich. Was soll's, Paps, das ist jedem schon mal passiert. Dafür braucht der große Blaue ewig lange keine Inspektion mehr, so wie du ihn auseinandergenommen hast. Das ist richtig. Danke, Walter. Ich bin euch ganz schön auf die Nerven gegangen und hab euch heute eure Zeit gestohlen. Ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Fangen wir doch mal damit an, dass wir uns unterstellen. Also, Freunde, der große Blaue ist aufgetankt und wir genehmigen uns auch etwas. Danke sehr! Und das Heu ist trocken in der Scheune. Und dafür möchte ich euch allen herzlich danken. Aber besonders denen, die das alles ermöglicht haben. Jan und der kleine rote Traktor. Alles an einem Tag. Aber wir hatten viel Spaß. Stimmt's, kleiner roter Traktor? Ach, das dürfte wohl genug sein. Es reicht auf jeden Fall für ein erfrischendes Bad, Flecki. Ich weiß ja, dass du das nicht magst, aber du fängst langsam an zu müffeln. Also, legen wir los. Flecki? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Er ist abgehauen. Warte mich, kleiner roter Traktor. Was macht ihr zwei denn da gerade? Ich muss versuchen, Max zu entkommen. Und ich spiele die Bestie von Plätscherbach. Ich dachte, ihr wärt zu jung, um von dieser alten Geschichte gehört zu haben. Das ist eine von unseren Lieblingsgruselgeschichten. Wir üben schon für unseren Zeltausflug. Wir erzählen uns nämlich beim Zelten immer Gruselgeschichten. Ihr wollt zelten, was? Dürfen wir bei dir zelten? Mama hat uns erlaubt, wir haben sie gefragt. Solange sie weiß, wo wir sind. Also dürfen wir? Dürfen wir, Jan? Aber klar. Ich bin heute sowieso zu Hause. Also wenn ihr irgendwas braucht oder Angst bekommt... Ich bekomme vor nichts Angst. Aber Emma vielleicht. Ganz bestimmt nicht. Naja, kleiner roter Traktor und ich sind jedenfalls da, wenn ihr uns braucht. Toll! Danke, Jan! Gut, aber wo ist nur der Hund? Er kommt schon wieder zurück, wenn er Hunger hat. Komm, kleiner roter Traktor, ich brauche noch ein Video für meinen gemütlichen Abend. Fabelhaft, großer Blauer. Dieser neue Dunkstreuer funktioniert fantastisch. Kaum zu glauben, dass dieser stinkende Dunk so gut fürs Wachstum der Saat ist. Oh. Ein Feld haben wir fertig und eins noch vor uns. Das sollte man nicht tun, aber ich lasse den Streuer einfach an. Damit sparen wir eine Menge Zeit. Kein Mensch in der Nähe. Also los. Guten Morgen, Herr... Siehst du wohl. Ich kann nichts mehr sehen. Es ist alles in meinen Augen. Au, das macht es ja noch schlimmer. Herr Junker, wenn ich Sie zu fassen kriege, dann... Brennnessel! Meine Hände! Warum? Wir sind doch gleich zu Hause. Nein, das kann doch nicht sein.
Das ist die Bestie von Plätscherbach und sie kommt auf uns zu. Wir müssen hier sofort weg. Oh, bitte, Rosti, bitte. Hör mal, wenn du dich jetzt nicht bewegst, sind wir das Mittagessen von dieser Bestie und du bist der Hauptgang. Oh, meine kleine Schönheit. Gut, lass uns hier abhauen. Yay! Klingt wie Rosti. Walter, bist du da, Walter? So, bitte, Jan. Jackie Schmahns neuester Film. Ich freue mich schon richtig darauf, den zu sehen. Da gibt's eine ganz tolle Szene. Da muss er auf einen fahrenden Traktor springen. Die Bestie! Ich habe die Bestie gesehen. Die Bestie von Plätscherbach. Ich habe sie gerade gesehen. Das ist unmöglich. Das ist doch nur eine alte Legende. Aber es gibt sie wirklich. Ich habe sie doch mit meinen eigenen Augen gesehen. Du wirst dich ganz bestimmt getäuscht haben. Ich gehe kein Risiko ein. Ich werde mich verstecken. Und du auch, Nicola. Komm rein in die Werkstatt. Nun mach schon, Rosti. Vielleicht hat dein Papst tatsächlich irgendwas gesehen. Ich werde mal nach den Kühen sehen. Nur für alle Fälle. So, eine Ladung noch. Dann müsste es reichen. Warte mal. Was in aller Welt? Nein, das kann nicht sein. Es ist die Bestie von Plätscherbach. Oje, ich armer. Gut, was muss ich tun? Ach ja, erst mal verstecken. Ich muss mich verstecken. Verstecken, bis es weg ist. Fahr los, großer Blauer. Hallo, Mädels. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Fahren wir nach Hause und sehen, ob wir den Hund endlich baden können. Merkwürdig. Warum lässt Stumpi Flitzer hier stehen? Wir sollten ihn lieber aus dem Weg ziehen, aber ich frage mich, wo Stumpi steckt. Hallo, ihr zwei. Was gibt's? Mama erlaubt uns nicht, dass wir heute Nacht alleine zelten. Walter hat ihr erzählt, er hätte die Bestie von Plätscherbach gesehen. Ihr wisst doch, dass es so etwas nicht gibt. Wir schon. Aber Walter hat immer wieder damit angefangen. So lange, bis Mama ihm geglaubt hat. Fragt doch einen Erwachsenen, ob er mit euch mitgeht. Ich bin sicher, dann wäre eure Mama beruhigt. Vielleicht. Ich würde ja mitkommen, aber ich muss endlich Flecki baden. Was haltet ihr von Herrn Junker? Fragt ihn doch einfach. Na gut. Ja. Komm, kleiner roter Traktor. Wir bringen Flitzer nach Hause. Es war ein Monster mit zotteligem Fell und spitzen Zähnen. Ja, ja, und es hatte Klauen. Fell und Zähne und Klauen. Es ist sehr gefährlich. Hier, bitte. 2 Laib Brot und 10 Dosen Suppe. Wunderbar. Gut, ich verschwinde, bis die Bestie gefasst ist. Ich nehme an, sie tun dasselbe. Bis dann! Der Junker hat recht. Komm, Nicola, gehen wir rein. Einer so schlimm wie der andere. Er sieht sehr beschäftigt aus. Lass ihn uns trotzdem fragen. Sollte es die Bestie sein? Es ist niemand hier. Verschwinde! Wir sind es, Herr Junker. Emma und Max. Oh, ihr zwei solltet nicht allein da draußen sein, solange sich diese Bestie in der Gegend rumtreibt. Hier ist keine Bestie, Herr Junker. Doch, natürlich. Geht sofort nach Hause und lasst euch unterwegs von keinem fremden Monster ansprechen. Ab nach Hause! Erwachsene sind wirklich komisch. Ich glaube es nicht. Kann's noch schlimmer kommen? Flecki! Flecki! Hast du denn inzwischen Flecki gebadet? Noch nicht. Ich muss ihn erst mal haben. Was hat der Junker zum Zelten gesagt? Er versteckt sich zu Hause vor der Bestie. Hört mal, ich habe da eine Idee. Wie wär's, wenn ihr hier auf dem Hof zeltet? Hier? Wir könnten euer Zelt hier aufschlagen. Das heißt, ich könnte sofort bei euch sein. Und wenn ich den kleinen roten Traktor direkt neben euch parke, kann er auch noch ein Auge auf euch werfen. Toll! Keine Angst, ich werde Ihren Traktor schon zum Stehen bringen. Oh, Jakob, Sie sind so mutig, so furchtlos. Dann hörte man ein Kratzen an der Tür. Kratz, kratz, kratz.
Und als die alte Dame die Tür öffnete... Ja! Was war das? Die Bestie von Plätscherbach. Das ist kein Spaß mehr, Emma. Da draußen ist irgendwas. Emma, die Bestie. Ja, na klar. Du hast recht. Und sie ist ganz dicht bei uns. Komm mit zum kleinen roten Traktor. Hilf uns, kleiner roter Traktor. Was? Was ist hier los? Der kleine rote Traktor hat die Bestie von Plätscherbach gefangen. Sieht aus, als wäre da wirklich etwas. Aber was? Stumpi? Oh, ihr glaubt nicht, was ich heute alles erlebt habe. Ich habe es heute sogar geschafft, Flitzer zu verlieren. Flitzer steht sicher zu Hause. Oh, was ist das für ein Gestank? Naja, ich glaube, das bin ich. Ich rieche ein bisschen streng. Wisst ihr was? Ich glaube, Walter hat dich übers Feld stolpern gesehen, Stumpi, und dich einfach nicht erkannt. Stumpi ist die Bestie von Plätscherbach? Der kleine rote Traktor hat uns vor Stumpi gerettet. Ha, dann hat er ja gute Arbeit geleistet, als er auf euch zwei aufpassen sollte. Das hat er richtig toll gemacht. Du bist mein Held, kleiner roter Traktor. Das war ja vielleicht ein Sturm letzte Nacht, kleiner roter Traktor. Die Regenrinne muss ausgebessert werden. Aber das muss noch warten. Wir sollten erst mal aufs Feld fahren, um weiter auszusehen. Los geht's. Wow! Danke, kleiner roter Traktor. Das war ziemlich knapp. Wenn auf dem Dach Ziegel locker sind, wird's durchregnen, wenn wir sie nicht bald ersetzen. Ich hol lieber gleich mal die Leiter. So, es kann losgehen. Na, guten Morgen, Jan. Guten Morgen, Stumpi. Rasanter Fahrstil. Ja, Flitzer ist schon eine tolle Maschine. Oh, das kam heute Morgen mit der Post zur Windmühle. Ist die falsche Adresse. Ist für dich. Oh, danke, Stumpi. Hast du irgendein Problem mit dem Dach, Jan? Was? Oh ja, die Regenrinne ist beschädigt und ein paar Ziegel fehlen. Ich wollte mich gerade um die Saat kümmern, aber ich glaube, das Dach kann nicht länger warten. Da hast du sicher recht, es soll ja schließlich nicht reinregnen. Warte, ich sag dir was. Ich werd's für dich reparieren. Das würdest du machen? Das wäre eine große Hilfe. Ist schon so gut wie erledigt. Ich fahr nur noch Flitzer aus dem Weg. Danke, Stumpi. Vielen Dank. Hier, bring das bitte Stumpi zur Windmühle. Ich habe neulich Mehl bei ihm geholt, ist aber noch nicht bezahlt. Geht klar, Mama. Bis nachher. Und beeilt euch. Sieht aus, als wird's gleich regnen. Hallo, Jan. Hallo, kleiner roter Traktor. Hallo, ihr beiden. Wo wollt ihr zwei denn hin? Zu Stumpi. Wir sollen ihn von Mama das Geld fürs Mehl bringen. Stumpi ist gerade bei mir auf dem Hof, also gibt das Geld am besten Elsie. Aber erst, nachdem ihr einen Schluck Limonade getrunken habt. Ihr möchtet doch welche, oder? Ja, gerne. Danke, Jan. Und wie? Ich liebe dieses frische... Ist doch nicht zu glauben. Ich habe wohl die Bremse nicht angezogen. Ich glaube, ihr kleiner roter Traktor hat hier einen Streich gespielt. Das könnte natürlich auch sein. Jan, könnte ich mir für ein paar Stunden Ihre Leiter ausleihen? Ich bin zu Hause am Malen und komme oben nicht an die Fenster und, Jan? Scheint nicht da zu sein. Der kleine rote Traktor wohl auch nicht. Tja, wenn er nicht zu Hause ist, würde er wohl nichts dagegen haben, wenn ich mir seine Leiter für ein Weilchen ausleihe. Ja, fertig. Alles repariert und wieder so gut wie neu. Wo ist denn die Leiter? Sie muss umgefallen sein. Oh, nein, sie ist nicht umgefallen. Sie ist weg. Sieht aus, als würde ich festsitzen. Vielleicht kann ich ja auf der anderen Seite vom Dach runterklettern.
Gut gemacht, kleiner roter Traktor. Wir haben alles geschafft und sind auch rechtzeitig wieder zurück. Stumpi ist mit dem Dach anscheinend fertig. Sieht aus, als würde es jeden Moment zu regnen anfangen. Besser, wir stellen dich unter. Hallo? War das heute etwas zu viel? Das klingt nicht gut. Komm, wir werden uns das mal ansehen. Na los, Flecki, stell du dich besser auch unter. Es riecht nichts schlimmer als ein nasser Hund, stimmt's? Sieht für mich aus, als würde es am Keilriemen liegen. Ich habe einen in Reserve im Werkzeugkasten. Da ist er schon. Ein nagelneuer Keilriemen. Ups, entschuldige, ich habe kalte Hände. Und los geht's. Und schon haben wir es geschafft. Fühlst du dich jetzt besser? Gut. Der Regen lässt anscheinend nach. Dann können wir ja wieder rausgehen, Flecki. Er schläft schon wieder. Hilfe! Kann mich jemand hören? Jagst im Traum wohl wieder Kaninchen, Flecki? Lass mich von diesem verrotteten Dach runter! Hallo, das warst du gar nicht, alter Junge. Hilfe! Das kommt von da draußen. Hilfe! Helft mir hier runter! Mir ist kalt und ich bin pitschnass! Stumpi? Bist du das? Ja, und ich sitze hier fest. Was? Wo ist die Leiter? Hab keine Ahnung, sie ist weg. In dem einen Moment war sie noch da und im nächsten war sie verschwunden. Tja, aber irgendwie müssen wir dich da runterholen. Kleiner roter Traktor, ich glaube, ich habe eine Aufgabe für dich. Stumpi sitzt auf dem Dach fest. Nein, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber die Leiter ist weg. Also müssen wir das benutzen. Keine Sorge, Stumpi, wir holen dich da in 0, nichts runter. So, das hätten wir. Perfekt. Hey, fang das. Okay. No. Verpasst. Entschuldige, Stumpi. Diesmal klappt's. Yeah. Ich hab's. Gut gemacht. So, und jetzt schling das Seil um den Schornstein. Was? Tja, gut. Aber ich fürchte, dass du mich auffangen musst. Keine Sorge, das wird schon klappen. So ist es gut. Vorsichtig. Und jetzt schwing das Seil um den Schornstein rum. Okay, Stumpi, das war das Schwerste. Das Schwerste, sagst du? Oh, ich möchte mal wissen, was bisher leicht gewesen sein soll. Ich weiß, aber du machst das toll, Stumpi. Steck jetzt deinen Fuß in die Schlinge und lass dich langsam vom Dach runter. Spann das Seil, kleiner roter Traktor. Und jetzt langsam zurück. Halt dich gut fest, Stumpi. Noch fester? Dann wachse ich am Seil fest. Was ist denn los? Das Seil muss sich irgendwo verfangen haben oder so. Nochmal nach vorn. Okay, und zurück. Beeil dich, Jan. Das Seil reißt sicher bald. Und ich weiß nicht, wie lange der Schornstein noch mein Gewicht trägt. Komm schon, kleiner roter Traktor, du schaffst das. Du meine Güte. Alles in Ordnung, Stumpi? Ja, also, ich glaube schon. Danke, Jan. Danke, kleiner roter Traktor. Ah, da sind Sie ja wieder, Jan. Ich hoffe, es war Ihnen recht. Ich habe mir vorhin Ihre Leiter ausgeborgt. Ich habe sie gebraucht für meine Malerarbeiten. Sagen Sie, sind Sie gut drauf, Stumpi? Oh, ich bin heilfroh, dass ich nicht mehr drauf bin. Herr Junker, Sie haben die Leiter weggenommen? Ja. Warum? War das falsch? Tja, also ein klein wenig schon. Wissen Sie, Stumpi hat mein Dach repariert und kam da oben nicht mehr runter. Erst der kleine rote Traktor konnte ihn runterholen. Gütiger Himmel, ich, es tut mir wirklich leid, Stumpi. Jan, wenn es irgendwas gibt, womit ich das wieder gut machen kann, Tja, da gäb's vielleicht was, Herr Junker.
Geht's dir schon besser? Oh, viel besser, danke. Schön, wieder auf festem Boden zu stehen. Toll gemacht, kleiner roter Traktor. Euch beiden verdanke ich es, wieder hier unten zu sein. Es regnet wieder in Strömen. Ich wäre völlig durchgeweicht. Ja, ich möchte wissen, ob Herr Junker gut vorankommt. Oh nein! Wenn mich hier irgendjemand sehen würde, wäre ich erledigt. Ich könnte mich nirgendwo mehr blicken lassen. Ich finde, er macht seine Arbeit am Schornstein ganz ausgezeichnet. Gut, das ist das Saatgut, das wir brauchen. Und jetzt lasst es uns aussäen. Ja! Wenn man sich das vorstellt, jedes einzelne Saatkorn wächst zu einem großen Getreidehalm heran. Tja, nicht jedes, wisst ihr. Für die Vögel sind die Körner ein leckeres Frühstück. Aber sie haben doch sicher Angst vor der Vogelscheuche. Vor der? Das kann ich mir nicht vorstellen. Da hast du wahrscheinlich recht. Ich glaube, über diese Vogelscheuche lacht sich jeder freche Spatz kaputt. Vergesst nicht, es ist über 5 Jahre her, dass ich diesen Mann gebaut habe. Armer alter Mann, das ganze Stroh kommt schon aus deinem Kopf. Und du hast dir auch den Arm gebrochen. Hey, bauen wir doch eine neue Vogelscheuche. Ja, vielleicht hilft uns Mama dabei. Sie kann immer ganz toll basteln. Das ist gar keine schlechte Idee. Letztes Jahr haben die Vögel fast die Hälfte der Saat gefressen. Also los, machen wir das hier erstmal fertig und dann werden wir eure Mama holen. Das ist gut. Mit sehr viel Stroh wird's eine richtig dicke, stabile Vogelscheuche. Mama, dieser Kopf aus Pappe, weicht der nicht sofort völlig auf, wenn es regnet? Nicht, wenn ich ihn angemalt und ein paar Schichten Lack aufgetragen habe. So, sie ist vollgestopft. Wir müssen sie nur noch anziehen. Ich fahr kurz zum Hof und seh mal nach, was ich für sie finde. Bis nachher. Jan! Du glaubst nicht, was Mama Tolles gemacht hat. Es ist fantastisch. So. Na, was sagst du, Jan? Oh Mann, der sieht ja aus, als würde er leben, Laura. Er erinnert mich an irgendjemanden. Na, guck doch mal genau hin. Er sieht genauso aus wie du. Ich hoffe, das macht dir nichts aus, Jan. Wieso denn? Er sieht toll aus. Und jetzt wird es Zeit, ihm was anzuziehen. Jan? Jan! Ach, ich könnte beim Sehen ein bisschen Hilfe gebrauchen. Und da habe ich mir gedacht, Jan! Unglaublich. Er ist nicht da, wenn ich ihn mal dringend brauche. Ziemlich rücksichtslos von ihm. Ach. Dann werde ich mal rüber zu Stumpi und sehen, ob der bereit ist zu helfen. Also, kleiner roter Traktor, sag mal ehrlich, was hältst du von meinem Zwillingsbruder? Hört mal, ihr zwei. Euer Papst wird gleich vom Lauftraining zurück sein und essen wollen. Möchtest du vielleicht mitkommen, Jan? Das wäre toll. Wir lassen die Vogelscheuche hier das Feld bewachen. Naja, dafür ist sie ja schließlich auch gedacht. Sag mal, Mama, dürfen Max und ich auf dem Hänger vom kleinen roten Traktor fahren? Von mir aus gern. Mir ist es heute zu staubig. Lasst uns doch zu Fuß gehen. Es ist nicht weit. Bis nachher, kleiner roter Traktor. Und pass gut auf die Vogelscheuche auf. Hallo, Jan. Hallo, kleiner roter Traktor. Ein wunderbarer Tag, um zu laufen bei diesem schönen Wetter. Würdest du mir einen Gefallen tun, Jan? Meine Frau erwartet mich zum Essen. Die Kinder wollen gleich hier sein, um dir zu helfen, haben sie gesagt. Wenn du sie dann nach Hause bringst, könntest du Laura bitte sagen, dass ich nicht zum Essen komme? Entschuldige, aber ich muss weiter. Ich muss noch ein paar Runden drehen und Fett verbrennen. Also bis dann. Ah, Jan, hier sind sie. Ich wollte Sie fragen, ob Sie mir vielleicht beim Aussehen helfen könnten. Es ist ein recht großes Feld, wie Sie wissen. Also, wäre es vielleicht möglich... Also nochmals gefragt, würden Sie mir dabei helfen? Würden Sie das eventuell für mich tun, Jan? Jan! Nun, wenn Sie nicht wollen, dann werde ich schon jemanden finden. Nanu? Was wollte denn Herr Junker hier? Ich nehme an, er hat nach mir gesucht. Naja, das werde ich schon rausfinden. Nein, tut mir leid, Herr Junker. Stumpi ist im Augenblick mit Flitzer unterwegs. Ach, wirklich? Das ist aber ziemlich unpassend. Stumpi wusste nicht, dass Sie seine Hilfe brauchen. Oh, hallo, Elsie. Hallo, Herr Junker.
Ich habe sie eben auf dem großen Feld gesehen und... Ah, auf einmal reden sie wieder mit mir. Tja, aber jetzt rede ich nicht mehr mit ihnen. Dort, wo ich herkomme, gilt es als sehr unhöflich, wenn man Leute einfach wortlos stehen lässt. Was? Hallo, alle zusammen. Nur noch eine Runde und dann kurzer Sprint nach Hause, rechtzeitig zum Abendessen. Deine Frau hatte dich eigentlich schon zum Mittagessen erwartet. Sie hat sich gewundert, wo du bleibst. Hast du ihr denn meine Nachricht nicht ausgerichtet? Was für eine Nachricht? Du hast dir nichts gesagt? Oh, verflixt, darüber wird sie nicht gerade erfreut sein. Dann gehe ich wohl besser gleich nach Hause. Ist sonst gar nicht deine Art, Jan, sowas Wichtiges zu vergessen. Sie verhalten sich heute außerordentlich merkwürdig, Jan. Wirklich sehr ungewöhnlich, muss ich sagen. Ich? Hallo, Jan, herrliches Wetter heute. Oh, ist wohl besser, du achtest auf die Straße, Stumpi. Ah! Und ich verheimliche nicht, Jan, dass Sie ein wenig in meiner Wertschätzung gesunken sind. Einen schönen Tag. Aber was habe ich denn getan? Keine Ahnung, Jan. Hallo, Jan. Jan, wie bist du so schnell? Oh nein, nicht schon wieder. Stumpi? Naja, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, Jan. Aber behalt das Geheimnis ruhig für dich. Es ist ein toller Trick. Trick? Was meinst du damit? Ich hab dich gerade vor ein paar Minuten da hinten an dem großen Feld gesehen. Keine Spur vom kleinen roten Traktor. Also, wie habt ihr es geschafft, so schnell hier zu sein? Haben wir doch gar nicht. Stumpi? Ja, Jan? Was hab ich gemacht, als du mich da vorhin gesehen hast? Naja, nicht viel. Du hast da nur so gestanden. Oh, Stumpi! Das war eine Vogelscheuche. Eine Vogelscheuche? Aber die sah genauso aus wie du. Klar, dann hat Michael die Vogelscheuche gebeten, die Nachricht weiterzugeben, dass er nicht zum Essen kommt. Und, oh nein, darum hat auch Herr Junker gedacht, dass ich ihn einfach nicht beachten würde. Oh Mann, ich werde ihn sofort suchen, um ihm das zu erklären, bevor er noch in die Luft geht. Ja? Er war wirklich ziemlich verärgert. Wiedersehen, Stumpi. Bis später, Elsi. Jan? Wie hat er denn das nur so schnell geschafft? Was in aller Welt? Oh, verflixt und zugenäht. Herr Junker, ist alles in Ordnung? Ach, was soll das nun wieder? Ja, alles bestens. Jan? Was geht hier bitte vor? Warum spielen Sie diese albernen Spielchen mit mir? Das tue ich nicht, Herr Junker. Ich glaube mehr, dass Sie auf meine neue Vogelscheuche reingefallen sind. Eine Vogelscheuche, sagen Sie? Es sieht aus, als hätte ich da einen kleinen Fehler gemacht. Einen kleinen Fehler? Aber wohl auch einen großen. Ich glaube, wir müssen den großen Blauen aus dem Graben ziehen. Und der kleine rote Traktor ist schon bereit. Also komm, kleiner roter Traktor, los geht's! Langsam, Jan! Los, komm! Zieh! Ziehe gut, kleiner roter Traktor! Noch einmal kräftig ziehen! Jan, das Seil ist... Puh, geschafft, nichts passiert. Danke, Jan. Danke, kleiner roter Traktor. Tu mir doch den Gefallen und erklär Laura, dass du vergessen hast, meine Nachricht auszurichten. Letzte Woche ist mir dasselbe passiert. Ich habe beim Laufen das Essen vergessen. Sie war nicht gerade begeistert, also... Nur keine Sorge. Ich werde dir das alles erklären. Jan, aber was, Jan? Ich glaube, du hast meine neue Vogelscheuche gebeten, die Nachricht auszurichten. Nicht zu fassen. Eine Vogelscheuche. Also gut. Bis dann, Jan. Wiedersehen. Heute ist es wohl ein bisschen zu spät, um auf dem Feld zu sehen. Aber vielleicht könnten Sie mir ja morgen dabei helfen. Aber gern. Mache ich, Herr Junker. Stimmt doch. Und wir könnten Frau Thormann fragen, ob sie für Sie auch eine Vogelscheuche baut. Ich glaube lieber nicht, Jan. Diese Vogelscheuche hat doch heute schon für genug Aufregung gesorgt, nicht wahr? Hallo Jan, hallo kleiner roter Traktor. Hey, was hast du denn da? Das ist nur eine Kleinigkeit für Emma. Ist sie zu Hause? Ja, sie ist da. Aber ich glaube nicht, dass sie das trinken möchte. Das soll sie auch nicht trinken, Max. Das ist für ihre Zucchini.
Und ich möchte, dass du noch sehr viel größer und stärker wirst. Wir wollen doch den Wettbewerb Wer hat die schönste Zucchini gewinnen. Ich habe gehört, mit den Pflanzen zu sprechen hilft beim Wachstum. Du unterhältst dich mit deiner Zucchini? Aber das hier hilft noch mehr, als mit ihnen zu sprechen. Das ist mein Spezial-Nutzpflanzendünger. Mein Vater hat mir gezeigt, wie man ihn macht. Toll! Danke, Jan. Hier, Moni. Sieh mal, was uns Jan mitgebracht hat. Moni? Psst. Mädchen sind komisch. Ah, dieses Jahr werden wir gewinnen, nicht wahr, meine Schöne? Pass auf! Wie soll ich gewinnen, wenn du mit deinem Skateboard meine Zucchini überfährst? Onkel Jasper. Ist schon gut, Thomas. Es ist ja nichts passiert. Der Zucchini darf nichts zustoßen. Eine erneute Niederlage würde ich nicht ertragen. Stumpi hat mir letztes Jahr beim Wettbewerb den ersten Preis weggeschnappt. Es war furchtbar, aber dieses Jahr, das weiß ich, wird ganz Plätscherbach von uns schwärmen. Ja. Mag sein. Hallo, Elsie. Ich hab Getreide für Stumpi. Ist er da? Oh, er ist hier irgendwo, Jan. Aber er wird dich gar nicht richtig wahrnehmen. Naja, das ist ja nichts Neues. Oh, Jan, er ist irgendwo da hinten und kümmert sich um seine Zucchini. Er hofft, dass er auch dieses Jahr den Preis gewinnt. Ich fürchte, das schaffe ich nicht. Nicht dieses Jahr. Die sieht aber doch wunderbar aus, Stumpi. Ich glaube auch, dass der gewonnen hätte. Aber irgendjemand hat sich an ihm vergriffen. Sieht aus, als wären die Vögel auf den Zucchini-Geschmack gekommen. Ach, mach dir nichts draus. Aber wir müssen noch ein bisschen üben, das hast du doch nicht vergessen. Oh ja, wir müssen üben. Üben, sagt ihr? Was müsst ihr denn üben? Ach, das wirst du schon sehen. Bis später. Ah, ausgezeichnet, Thomas. Ein bisschen Wasser wird ihm gut tun. Pass doch auf. Ach. Entschuldige, aber das war ganz schön schwer. Ach, aber es ist ja nichts passiert, dem Himmel sei Dank. Ah, Jan, wie geht es Ihnen? Ah, seien Sie vorsichtig! Was ist denn? Meine Zucchini. Ich hätte keine Chance, Stumpi zu schlagen, wenn Sie draufgetreten wären. Tut mir leid, aber Stumpis Zucchini kann sowieso nicht mehr gewinnen. Was? Wieso? Stumpis Zucchini ist nicht mehr im Wettbewerb. Sie wurde wahrscheinlich von Vögeln angepickt. Oh, je. Das ist ja ein Jammer. Armer Stumpi. Sieht so aus, Thomas, als hätten wir nun die besten Chancen zu gewinnen. Es sei denn, was ist, wenn sich diese Vögel auch meine Zucchini vornehmen? Oder was ist, wenn es gar keine Vögel waren? Wenn draußen ein Zucchini-Zerstörer frei herumläuft und die Zucchini fremder Leute kaputt macht? Hm, danke für die Warnung, Jan, dass Sie sich den langen Deswegen Weg machen, um... Deswegen bin ich nicht hier, Herr Junker. Ich wollte Sie nur daran erinnern, dass wir noch üben müssen. Ihr müsst üben? Was denn üben? Also Jan und ich, wir... Das ist ein Geheimnis, nicht vergessen. Ja, ein Geheimnis. Aber du wirst es noch früh genug erfahren. Also Jan, lassen Sie uns proben, natürlich. Ah, aber meine Zucchini. Ich möchte sie nicht der Wilke überlassen, dieses, der das mit Stumpi gemacht hat. Tja, warum stülpen Sie nicht einfach einen Karton darüber? Dann kommen die Vögel nicht ran. Ah, aber wenn es keine Vögel sind? Wenn es doch der maskierte Zucchini-Zerstörer von Plätscherbach ist. Ein maskierter Zucchini-Zerstörer? Eine gute Idee, Jan. Ja, ich stülpe einen Karton drüber. Und ich werde jetzt weiter abholen. Bis nachher dann. Wiedersehen, Jan. Das noch ein bisschen festziehen und dann können wir starten. Meinst du, dass das so richtig ist? Letztes Mal hat's den halben Motor zerfetzt. Ja, aber da habe ich an der anderen Zündkerze gearbeitet. Hallo, Nicola. Ist Walter irgendwo? Oh, beantwortet das deine Frage, Jan? Ich glaube, ja. Und ich dachte, diesmal klappt's. Tja, aber ich hab es dir doch gesagt. Schlauberger. Oh, hallo, Jan. Hallo, kleiner roter Traktor. Ich bin nur vorbeigekommen, um zu fragen, wie es aussieht mit einem klein wenig Üben. Oh ja, großartig. Ich hab's sowieso satt, an der Klapperkiste rumzubasteln. Ihr wollt üben? Ihr zwei macht doch nicht etwa beim Plätscherbach Amateurschultheater mit? Nein, nichts in der Art. Aber was übt ihr denn dann? Ihr werdet schon sehen. Jedenfalls, wenn ihr zum Wettbewerb kommt. Oh, das werden wir uns doch im Leben nicht entgehen lassen. Also, großer Blauer, das hast du wirklich fabelhaft gemacht. Die Probe verlief traumhaft und morgen, so etwas hat Plätscherbach bisher noch nie gesehen. Oh, meine Zucchini, die hätte ich fast vergessen. So, ein bisschen frische Luft für dich. Gute Nacht. Bis morgen früh und dann der erste Preis. Ja. Oh, vielleicht gibt's hier doch einen Zucchini-Zerstörer.
Oh, keine Angst, meine Schöne. Dir kann nichts passieren, wenn ich dich hier im Auge behalte. Nur nicht zerstören. Ich mach den ersten Preis. Ich hab die größte Tuki. Ich möchte ein Käsebrot. Ich freue mich, dass alle hier sind, wenn ich meinen ersten Preis bekomme. Die größte Zucchini. Und der Zerstörer. Entschuldigen Sie, meine Damen. Nein, er darf nicht Fahrrad fahren. Also Stumpi meinte, es wären Vögel, richtig? Nun, erzählen Sie mir mal, wie das ein Vogel schaffen könnte. Nein, das waren ganz bestimmt keine Vögel. Das sieht aus, als ob da jemand draufgetrampelt wäre. Ganz genau. Das war der Zucchini-Zerstörer von Plätscherbach. Und damit nicht genug. Er hat mir einen von meinen Schuhen gestohlen. Wenn ich den jemals in die Finger kriege, dann würde ich nicht zögern, den... Es gibt sicher keinen Grund zum Lachen. Hier hat jemand einen gemeinen Anschlag auf meine Zucchini verübt. Ja, und der sitzt genau da. Was? Was fällt Ihnen? So was Dummes. Hören Sie, sehen Sie diese Fußabdrücke? Und all diese Brotkrumen? Und Ihren Schuh? Sie meinen, ich war es selbst? Sie müssen im Schlaf gewandelt sein, Herr Junker. Oh, im Schlaf gewandelt, nicht schon wieder. Käse vorm Schlafengehen essen soll komische Träume geben. Oh, ich wusste es, dieses Käsebrot zu essen war ein Fehler. Ach, kommen Sie Kopf hoch. Dann klappt's eben nächstes Jahr. Und außerdem halten wir ja noch für alle eine kleine Überraschung bereit, ja? Ja, ja, das ist richtig. Was würde ein Schauspieler in diesem Fall sagen? Auf der Bühne geht es immer weiter. Gute Einstellung. Komm, kleiner roter Traktor. Zeigen wir allen mal, aus was für einem Holz wir geschnitzt sind. Und nun, meine Damen und Herren und liebe Kinder, nun kommen wir zur Hauptattraktion des diesjährigen Plätscherbach-Wettbewerbs. Seien Sie gespannt und lassen Sie sich verzaubern von der waghalsigen Darbietung des Plätscherbach-Kraftfahrzeugballetts. Toll! Los geht's, kleiner roter Traktor! Ja! Oh, Stumpi! Ich trau mich gar nicht, dahin zu gucken. Aha! Also das haben Sie in letzter Zeit geübt. Oh, das war aber wirklich haarscharf. Wahnsinn! Klasse, Onkel Jasper. Du bist der Größte. Oh, wow, toll! Ich bin begeistert. Gut gemacht, kleiner roter Traktor. Du bist wunderbar. Das ist er ganz bestimmt, Jan. Und unsere Vorführung hat mich echt davon abgelenkt, dass ich dieses Jahr nicht den ersten Preis geholt habe. Haben Sie schon gehört, wer gewonnen hat? Das war ich. Ich und Moni. Moni? Ja, mit einem bisschen Hilfe von Jan und dem Dünger von seinem Papst. Das hast du ganz allein geschafft. Gut gemacht, Emma. Ja, wirklich gut gemacht. Aber im nächsten Jahr musst du gegen mich antreten. Macht ihr eure Vorstellung nächstes Jahr nochmal? Was meinst du, kleiner roter Traktor? Das hört sich wie ein klares Ja an.